und tötet sie, wo auch immer ihr sie findet, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Jetzt ist die Eier nicht mehr so schön für diese Leute. Das heißt, hier geht es um was? Um Selbstverteidigung oder Angriff? Und 41 Ayat im Koran al-Karim, die über den Dschihad sprechen, 39 davon sind in der Verteidigung. Aber wird dir so etwas ein Abdus Samad sagen? Ein Shaitan seinesgleichen? Wird dir Ahmud Mansur al-Yahudi sowas sagen? Wird er dir so etwas sagen? Natürlich nicht, weil das sind Leute, sie wurden eingesetzt, um den Islam zu fördern oder zu bekämpfen. Zu bekämpfen. Und das macht man am besten mit Heuchlern, die so tun, als ob sie Muslime sind, aber ihr tatsächliches Ziel ist was? Den Islam zu diffamieren. Deswegen versteht das, liebe Geschwister, diese ganzen Leute, die auch bei Talkshows und so eingeladen werden, die wollen dir nur ein Bild zeigen, da sitzt ein strenger Muslim und da ist ein liberaler Muslim. Und jetzt das neue Wort, atheistischer Muslim. Was heißt atheistischer Muslim? Einer, der Allah verleugnet, aber er wird trotzdem Muslim genannt. Warum? Damit die anderen es ihm nachmachen. Damit die Leute sehen, du kannst dir dein Eis aussuchen. Flutschfinger, Nogga, was du willst. Versteht ihr? Aber das ist nicht die Religion Allahs Azzawajal. Die Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist eine. Und es gibt keine zwei oder drei oder vier, wie das heutzutage gezeigt wird in den Medien. Es gibt keinen strengen Islam und einen liberalen Islam. Es gibt nur was? Den Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich fordere euch alle heraus. Kennt ihr einen von diesen Liberalen, möchte gern, dass sie einmal die Juden und Christen so bekämpfen wie den Islam? Sagt es mir. Noch nie, oder? Juden und Christen lassen sie in Ruhe. Aber wen greifen sie an? Die Muslime.